Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir. Jetzt kommt ein lang ersehntes Video, beziehungsweise ich habe schon mal hier und da in meinen Social Communities gesagt, dass ich einen riesengroßen Kosmetik-for-less-Haul habe, weil ich da doch ein paar Sachen gesehen hatte, die ich schon seit längerem haben wollte und auch so ein, zwei Marken, die es geht um die Marke Makeup Revolution und ich glaube I Heard Makeup, die ich schon sehr, sehr lange ausprobieren wollte und jetzt mich endlich mal dazu entschieden hatte, als das mit dem Geld mal wieder gepasst hat. Könntest ja mal jetzt austesten so langsam und ja, hab das dann auch getan und habe zwei Pakete bestellt. Also was heißt zwei? Also zu dem ich fange erst, es ist jetzt praktisch ein Unboxing, es wird dann auch im Titel stehen. Ich fange erst mit einem Paket an und sage dann, warum ich ein zweites Paket habe. Darüber informiere ich euch dann, wenn ich das erste Paket ausgepackt habe. Ich muss mal gucken, dass ich euch das jetzt so zeige, dass man meine Adresse nicht sieht. Das ist das Paket, was ich auch besonders süß finde, ist hier so an den Seiten. Sind so kleine Sterne und ja, ganz süß. Ne? Und ich habe schon mal reingeguckt, ob alles in Ordnung ist. Wie gesagt, dazu sage ich gleich noch was, weswegen das zweite Paket und so. Und ganz viel... Moment. Ganz viel Folie, die ich natürlich jetzt mit euch zusammen packe und das Ganze mal in so einer hübschen roten Umschlagfolie verpackt. Und ich würde sagen, ich stelle mir das mal hier rüber und dann starten wir gemeinsam in dieses wunderschöne Paket. Swatches werde ich bei Bedarf machen. Dafür tue ich mal schon mal meinen Arm ein bisschen ausarbeiten oder beziehungsweise hochmachen, weil es wären recht viele Swatches, denke ich mir. So, also bei diesem Shop, für den Leute, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das nicht kennt, habe ich bestellt. Ich schreibe euch das Ganze auch nochmal in die Infobox. Und ja, da gibt es über 10.000 Produkte verschiedenster Marken. Sleek, Leni Lash, Sigma, Essence, Catrice, V7. Man kriegt da teilweise auch noch die Essence und Catrice LEs, auch vergangene LEs. Makeup Revolution jetzt auch, Shiner Glaze. Also verschiedenste wunderbare Marken. Und ja, ich habe da jetzt auch endlich mal bestellt, wie gesagt. Und dann starten wir direkt, weil das Video wird wieder länger. Ich habe mir erstmal... von welcher Marke war denn das jetzt? Von I Love Makeup so ein Blushing Heart gekauft. Wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit in die Kamera gucke, nach oben, entschuldigt bitte. Ich will nur, dass ihr die Farben vernünftig sehen könnt. Also bitte verzeiht es mir, wenn es nicht ganz so gut klappt. In so einem gebackenen Blush, das gab es glaube ich auch mal von Too Faced und die haben das praktisch gedupt. Das ist ein Triple Baked Blusher in Bursting with Love. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, ich hoffe. Der ist neu, also die Farbe ist neu. Jetzt werde ich das mit euch mal aufmachen. Oh. Zu dem Look übrigens gibt es ein Video, das gerade hochlädt, also freut euch drauf. Ja. Die Verpackung werde ich dann vermutlich wegschmeißen, weil das wird einfach zu viel in meinem Sprengschrank. Und dann sieht das so niedlich aus. Ja, und dann ist das so ein Herzchen, ne? Und dann macht man das hier so auf. Und dann kommt dann diese wunderschöne Farbe zum Vorschein. Mit diesen drei herrlichen Adern, wo ich jetzt mal reingehen werde. Na, die zweite ist nicht ganz so gut pigmentiert. Und die dritte. Und dann sieht das so aus, einzeln. Ich kann euch das ja mal zeigen, wie das drei extra aussieht. So. Und wenn man das dann natürlich mischt, wie ich das jetzt mache, erhält man so einen Ton, der echt schön aussieht. Ja, so sieht das Ganze dann gemischt aus. Finde ich... sehr, sehr, sehr hübsch. Verpackung natürlich ein bisschen günstig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mal gucken, wie der Geruch ist. Preis-Leistungs-Verhältnis, glaube ich, 2-3 Euro. 3,99 maximal. Finde ich aber trotzdem von der
Farbabgabe und davon, wie es sich so anfühlt. Es fühlt sich sehr buttrig an, sehr geschmeidig. Und es gibt auch gut Farbe ab, außer die eine Farbe, die ist ein bisschen sanfter. Aber ich finde, es ergibt einen ganz schönen frischen Frühlingston. Ja, dann habe ich natürlich noch eine zweite Farbe gekauft, von Blushing Hearts, I Love Makeup, der Marke, wie gesagt, so heißt die. In der Farbe, heißt der Blushing Heart? Nee, der heißt Bursting with Love. Und die Farbe, die ich jetzt gekauft habe, sieht so aus. Ist auch wieder so eine wunderschöne Verpackung. Wie gesagt, ich wollte zwei Farben davon testen. Sieht auch wieder so aus. Und der heißt Blushing Heart. Ich hoffe, das tut nicht so sehr blenden. Und sieht so aus. Und den werde ich euch gleich komplett zeigen. Ja. Der hat ein bisschen mehr, wie ich finde, Goldmarmorierung drin. Also der ist jetzt hier oben. Ich finde, die beiden unterscheiden sich in nicht so viel. Also allenfalls hat der hier oben ein wenig mehr Schimmer und ein wenig mehr Glanz. Seht ihr das, wenn ich die Hand bewege? Und der hier unten ist halt ein bisschen satinierter, aber vielleicht jetzt in der Kamera, meine Kamera ist leider nicht gut genug, dass man das zeigen kann. Das hier anders hat einen Hauch einer anderen Farbnuance wie hier, aber ich glaube, man braucht nicht beide. Ich glaube, ich werde davon einen vielleicht verschenken und ich kann mir schon vorstellen, wer den gut gebrauchen könnte. Nee, liebe Mausi. Und ja, ich finde, man braucht wirklich nicht beide. Ja. Ich finde den ich jetzt habe, noch einen Hauch schöner als den anderen, aber auch wirklich nur wegen dem Glanz. Ne, und der andere ist ein bisschen grobstückiger und ein bisschen glitzeriger. Ja, mal schauen, ob einer von beiden bald ein neues Zuhause bekommt. Muss man ja auch mal ehrlich zugeben, wenn man was nicht so gut findet. Ja, dann habe ich mir eine Palette geholt. Und zwar auch von I Love Makeup. Und zwar die Naked Chocolate. Die Mausi hat mich ja so angesteckt, wo sie mir aus Hamburg, aus dem Kosmetik for Less, deswegen wollte ich unbedingt beim Kosmetik for Less nochmal bestellen, diese Schoki-Palette mitgebracht, und zwar das Dupe the Too Faced Chocolate Bar Palette. Und dann habe ich aber bei der Ladies First Day für ein Video gesehen, dass sie diese weiße Palette hier hat, mit Brauntönen, und ich fand halt eben, ja, ich bin vom Naturtyp halt her auch braun und braun kann man immer tragen, aber bei ihr, bei der Ladies Firstify, sah das halt eben richtig, richtig, richtig schön aus mit diesen braunen Tönen, wenn sie damit arbeitet. Und ja, da musste es diese Palette auch noch sein, wenn ich da gerade schon mal bestellt habe. 16 Eyeshadows inspired by our obsession with Schokolade. Ja, super. Und ich meine auch bei der, ich weiß nicht, ich finde ja alleine schon mal die Verpackung ultimativ, nochmal, ich liebe weiße Schokolade. Ich mag natürlich auch die Palette von der Mausi und jetzt habe ich noch eine davon. Total toll. Und ja, ich bin kein Applikator-Freund, das kommt bei mir gleich weg. Da ist dann hier oben auch nochmal so eine Schutzfolienhülle mit den Namen drauf. Ich zeige euch die Farben mal jetzt. Ich finde die Farben, ich hoffe, man kann das gut sehen, wunderschön. Vor allem diese rötlichen Töne hier. Ja, und auch gräuliche Töne sind dabei, Taubtöne sind dabei, so eine Art Stormy Pinkton ist dabei. Schöne Verblendtöne, gräuliche Töne, helle Töne, Nude-Töne, Brauntöne. Wirklich ganz, ganz wunderschön. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das habe ich bei der anderen Palette auch schon, dass das nach weißer Schokolade riecht. Ich kann mir nicht helfen. Ja, ich werde jetzt das erste Mal mit euch reindatschen und ein paar Farben daraus swatchen. Und ich muss ja sagen, ich finde die Qualität von diesen Paletten wirklich total, ich hoffe, man kann das sehen, total schön. Und ich brauche gleich ein Tuch. Oh, das ist auch ein toller Ton hier. Guckt euch das an. Oh, herrlichst. Jetzt gehe ich nochmal in so eine Verblendfarbe vielleicht. So ein Goldverblendton.
Ja, also die Farben, ne? Also. Die Farben sind wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr buttrig, sehr, sehr cremig, leicht zu verblenden. Sehr, sehr schön. Ja, natürlich keine Farben, die man so in der Form vielleicht nicht noch hätte. Nicht schon hätte, wollte ich sagen. Aber ja, alleine wegen der Optik, Leute, musste mit. So, Palette. Jetzt bin ich natürlich nochmal überlegen, ob ich die Palette behalte. Und da sie wieder reinstüpse. Ich glaube es aber fast nicht, weil ich sonst einfach zu viel Verpackungen aufhebe. Ja, ihr Lieben, jetzt werde ich mir mal kurz ein Tuch holen. Ich bin gleich wieder da. Das habe ich jetzt leider vergessen. Es tut mir sehr leid, aber da müsst ihr mal kurz durch. So. Jetzt werde ich mir mal kurz wieder meine Hand entswaschen. So. Ja, bisher sehr, sehr schöne Produkte. Muss ich wirklich, wirklich sagen. Und dann machen wir weiter. Mit etwas Kleineres von Makeup Revolution. Und zwar, das ist auch diese Dupe-Marke, diese großartige. Und da habe ich mir einen Lippenstift geholt, und zwar in Atomic Shade, glaube ich. Ja, hier steht der Name drauf. Atomic Shade. Lipstick. Und ich wollte unbedingt so einen schönen Lila-Ton haben. Und ich finde, der sieht sehr ähnlich dem MAC Violetta oder MAC Heroin. Heroin habe ich ja nicht mehr bekommen, aber diesen MAC Violetta, den habe ich ja auch. Und jetzt werde ich mal farblich testen. Ja, der knallt. Aber es ist trotzdem kein zu starkes Lila, wie ich empfinde. Es ist trotzdem noch so ein Lila, wo man sagen kann, ja, den kann man auch dezenter tragen, weil der auch so einen schönen Pink-Einschlag mit hat. Sehr, sehr schön, cremig, riecht nach ein bisschen süßlich-pudrig, nett, also nicht irgendwie zu künstlich oder so. Und was ich schön finde, ist, dass man hier immer die Farbe nochmal sieht und dass die Farbe dem eigentlich schon recht nahe kommt. Ja, finde ich ein schönes Produkt, werde ich testen. Dann habe ich etwas von Makeup Revolution, was ich unbedingt haben wollte. Und zwar die Redemption Palette Iconic 1. Ich habe ja von W7 die, die 2er und die 3er, also praktisch das Pendant zur Urban Decay Naked 2 und zur Naked 3. Und jetzt fehlte mir das noch von der Naked 1 und da musste die praktisch noch mit. Und ich wollte praktisch, Applikator, ich wollte das unbedingt so mal testen. Ich war erst nicht so begeistert, wie die Farben hier so anportioniert sind, weil ich dachte, da kommt man schlechter mit dem Pinsel dran. Aber sie sind doch so jetzt im ersten Eindruck relativ groß, dass man sagen kann, man kommt da dran. Das ist okay. Und muss sagen, ist eine sehr, sehr schöne Palette. Und jetzt wollen wir sie mal swatchen. Boah, Leute, das ist richtig gut pigmentiert. Jetzt nehmen wir mal diesen Ton hier. Also, das knallt. Und ich finde wirklich die erste Palette, ich wollte mir auch immer von der Naked Palette immer die erste zulegen, weil ich halt noch fand, dass die irgendwie am vielseitigsten noch war. Und das stimmt, wie ich das jetzt hier gerade sehe, wirklich. Also ich finde, die ist noch am vielseitigsten. Ja, also wirklich richtig schön, entscheidet sich vielleicht in Nuancen, fühlt sich buttrig, cremig, weich an und muss ich sagen, sehr, 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 sehr tolle Palette und ich bin schon sehr gespannt, damit einen Look zu schminken. Also falls ihr Lust habt auf einen Look, ich muss diesen vorne hier nochmal testen, ich habe die ja selber noch gar nicht geswatcht. Ich wollte euch die praktisch jungfräulich zeigen, die Paletten. Dann lasst es mich bitte wissen, weil ich habe jetzt natürlich so eine Art Palettenhaul gemacht und schon jetzt zwei Paletten hier dabei. Falls ihr irgendeine Palette in einem Schminki sehen wollt,
sag mir das bitte in den Kommentaren, dann mache ich dazu einen extra Schminki, wie gesagt. Aber das ist auch eine sehr, sehr hübsche Palette. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das im weiteren Testverlauf bewähren wird. Ja. Dann habe ich noch einen Blush von Makeup Revolution. Und da habe ich den Blush Loved Me The Best gekauft. Ja, und das ist so ein gebackener. Ah, die Verpackung geht etwas schwerer auf, was jetzt ein bisschen das Ganze trübt. Ah, ist die Verarbeitung natürlich etwas schlechter, aber sieht so aus, die Farbe. Sehr, sehr, sehr hübsch. Mit so Adern durchzogen. Jetzt gehen wir rein. Sehr, sehr weich. Oh, und eine sehr, sehr tolle Farbabgabe. Also da kann man, ich hoffe, man sieht das, gar nichts sagen. Und was ich auch finde, sehr, sehr schön finde, sehr, sehr leicht auszublenden und hat so einen Aprikosenschimmer da drin. Auch so was richtig Tolles für den Frühling. Ja, sehr, sehr schön. Finde ich sehr gut. Ja, kann ich empfehlen. Mit so einem kleinen, nicht hier in der Verpackung sieht es aus, als hätte das Ganze mehr Schienen drin. Ne? Aber hier sieht man, dass das eigentlich, ich hoffe, man kann das sehen, nicht zu viel Schienen drin hat. Also es geht noch. Ne? Also man kann durchaus noch einen Highlighter drüber tragen. Und hier seht ihr nochmal die anderen Swatches. Boah, krass, ne? Von der Farbabgabe her. Ich glaube, da kann fast dann Urban Decay, das ist fast schon Urban Decay-Qualität. Ja, finde ich jetzt. Also ich finde, dass 1, 2, 3 Mal mehr reingehen, finde ich jetzt nicht dramatisch. Und dann habe ich natürlich noch eine krasse Palette. Die, als ich die gesehen habe, musste ich die unbedingt kaufen. Ich konnte ich einfach nicht anders dran vorbeigehen. Und zwar die Makeup Revolution Redemption Palette. Mermaids vs. Unicorns. Und ich fand die Farben so Porno. Echt, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Ich musste sie kaufen. Und die ist jetzt leider noch zu. Die anderen habe ich zumindest schon mal diesen Ponüppel dabei abgemacht. Ah, ihr müsst jetzt leider ein bisschen Geduld haben. Das ist live. So, da war dieses Teil dran, ne? Muss ich natürlich erst aufmachen. Natürlich immer der Applikator, der einem gleich entgegenspringt. Ja, und dann sieht diese Palette so aus. Sind das nicht, Leute, sind das nicht Hammerfarben? Natürlich alles glitzerig, nichts Mattes drin. Aber ich dachte so, für einen Einhorn-Look oder irgendwie so angelehnt daran, Regenbogen-Look oder halt eben so Mermaid-Look für den Sommer, dachte ich halt eben, alles perfekt, alles in einer Palette. Und jetzt swatche ich das mal mit euch, gerade dieser Rotton, ne? So eine Art Cranberry-Ton, aber noch lilaner, wie ich finde. Boah, guckt euch diesen Ton an. Hammer schön. Oder diesen Ton direkt daneben. So ein dunkles lila Burgund irgendwas. Och, das kann ich mir auch super schön in Kombination vorstellen. Oh, guckt euch das an. Erinnert mich so ein bisschen an den Farben an Regina Regenbogen. Kennt ihr das noch von früher? Da gab es diese Hefte von. Und jetzt nehme ich einen dieser Grüntöne. Oh, toll. Oder ein Grün-Thiel-Blauton. Und swatche den direkt darunter. Ah, das sind tolle Farben. Himmelsakra, wie toll. Jetzt nehme ich mal einen ganz hellen Ton, weil normalerweise sind die nicht so gut pigmentiert. Hm, ist ein bisschen schwächer an der Farbabgabe, aber wenn man nochmal reingeht, geht das. Und hat alles wirklich einen wunderschönen Schimmer. Moment, ich entswatche meine Hände. Ah, herrlich. Dieses Rumgematsche mit den Farben immer, ne? Und ihr seht, wie toll das schimmert. Ja, also kann ich wirklich erstmal vor allem dieser Rotton, ne? Und dieser Lila-Ton, Hammer! Ja, und dann habe ich diese beiden Töne hier geswatcht, plus den Ton da. Ne? Also richtig, richtig hübsch. Und ich glaube, damit kann man auch eine Menge anstellen. Und ich bin verliebt. Ja, die Palette habe ich bei noch keinem YouTuber gesehen. Das war wirklich meine Entscheidung, die zu kaufen. Ja,
Jetzt muss ich mal kurz wieder meine Hände inswatchen. Entschuldigt. Wir sind schon fast wieder bei 20 Minuten, aber bei so vielen Produkten bin ich ehrlich froh, wenn ich unter einer Stunde komme. Liegt aber auch nur daran, dass ich jetzt nicht noch extra was mit schminke. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber es sind jetzt schon 3 Paletten drunter. 2 Sachen für die Wangen. Nee, 3 Sachen für die Wangen und 1 Sache für die Lippen. Und es kommen noch ein paar Paletten und solche Sachen. Ich habe wirklich fast eigentlich so ein Paletten-Haul gemacht. Und das kann ich leider nicht alles in einem Schminki, in einem Video mit Live-Schminki verbauen. Da müsst ihr wirklich extra Wünsche äußern, weil da finde ich auch die Paletten, es geht fast gar nicht ab so. Ihr seht das, ich habe das jetzt gerade mit so einem trockenen Tuch, das geht fast gar nicht ab. Also es ist auch sehr haltbar. Da muss ich nachher mal noch mit nass rangehen. Da müsst ihr, wie gesagt, Wünsche äußern, weil ich finde die Paletten bisher so gut, dass ich da, wenn dann, jeder Palette ein eigenes Video widme. Ne? Also ich muss wirklich sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis, habe ich das eigentlich schon gesagt, bei diesem Make-up Revolution ist, glaube ich, auch so 4, 5, 6 Euro. Und bei diesen Paletten ist auch so 4, 5 Euro. Also es ist echt nicht teuer. Und dafür, dass das tolle Dupes sein sollen, perfekt. Ja, dann habe ich noch 3 Produkte von W7 wieder mitgenommen. Und zwar auch eine Palette. Die Toasted Palette von W7. Oh, Applikator. Und die Farben sehen so aus. Auch sehr schön. Und was ich sagen muss, so eine schöne, ja, Alltagspalette einfach. Oh, der eine Ton, dieser Grauton, der ist aber nicht so gut pigmentiert. Die kann ich euch auch alles swatchen, denke ich mir mal. Und so ein hellerer Aprikoton. Fühlt sich cremig butterig an, ist aber nicht so gut, wie ich persönlich im ersten Eindruck finde. Das ist jetzt die Palette. Gerade der und der, den kann man fast kaum sehen. Okay, das sind jetzt so Verblendtöne. Aber ich finde jetzt nicht so gut pigmentiert, zum Beispiel wie die gerade eben von Make-up Revolution oder I Heard Make-up. Also da finde ich, da sind die schlechter pigmentiert. Ja, gehen aber auch. Ist eine schöne Alltagspalette. Kann man bestimmt gut umwandeln. Ja. Und dann habe ich noch 2 andere Sachen mitgenommen, eigentlich eher wegen des Aussehens her. Und zwar habe ich da den von W7, diesen Honey Queen mitgenommen, Honey Bum Blusher, weil das ein Dupe sein soll zu dem Clinique Honey Bronzer irgendwie. Und der geht ja, glaube ich, aus dem Sortiment raus oder wird umgestellt von der Textur oder von der Farbe. Und da ist auch wie bei Benefit halt eben so ein Teil drin, ne, was auch echt, riecht nicht künstlich, was echt schön weich ist und womit man super gut konturieren kann. Ich bin ja eher so ein Aufwärmer fürs Gesicht, ich bin ja nicht so ein Konturierer. Dann ist hier noch so ein Pönüppel drin und dann, ja, ist das zugeklebt, super. Dann packe ich das mal beiseite. Und dann hat man hier dieses Produkt und das sieht aus wie Honigwaben irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich glaube schon. Und dann werden wir mal die Farbe testen. Ja, kann man durchaus auch für hellere Typen gut als Bronzer einsetzen. Ist so ein hellerer Braunton. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen, aber die Farbabgabe ist jetzt nicht so bombig. Also es könnte für manche sogar eher ein Puder sein. Also für mich, ich weiß nicht. Riecht nicht so künstlich, also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber vom Produkt her, ich muss das Ganze nochmal mit Pinsel testen, könnte es vielleicht sogar schon ticken, weil ich sehr rote Wangen auch habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass das als Blush funktioniert oder als Bronzer, weil dafür hätte ich es mir für eine Idee dunkler vorgestellt. Aber so vielleicht, ja, für ganz helle, ne? Ich muss es mal austesten. Ja, jedenfalls hübsches Produkt. Sieht nett aus, hat eine nette Umverpackung und macht auf jeden Fall was her. Aber W7-Produkte stinken bei mir jetzt gegen Make-up Revolution und I Heard Make-up fast schon wieder ein bisschen ab. Dann habe ich mir noch den Afrika-Bronzer von W7 geholt. Und den habe ich mir wirklich eigentlich fast nur wegen der Optik mitgenommen. Boah. Da ist auch wieder so ein hübsches Polüppelchen drin, die ich eigentlich recht gut zu brauchen finde. Dann mache ich wieder dieses Teil raus und dann ist da der Bronzer. Und den habe ich eigentlich mitgenommen wegen der Verpackung. Echt.
Ja. Und das ist auch wieder so eine Farbe. Der ist zwar dunkler. Und was ich merkwürdig finde, das ist so, kann man das sehen? So rosa-braun. Also ich glaube allenfalls, dass man den gut zum Konturieren benutzen kann. Weil der ist deutlich dunkler jetzt, so hier sieht man ihn, als der hier oben. Ne? Muss ich mal gucken. Und was natürlich ein bisschen schade ist, sobald man in dem rumrührt, geht natürlich auch diese Maserung irgendwie kaputt. Also es ist irgendwie so ein bisschen eher ein Anschauprodukt als ein Benutzprodukt, würde ich jetzt eher sagen. Weil ich wüsste jetzt nicht, ob ich den eher als Konturieren, Bronzen oder Blushen benutze, weil sie dieses Rosa auch so komisch mit dem Dunklen mischt. Ne? Und so schick finde ich das jetzt eigentlich nicht. Ja, also muss ich mal gucken, wie ich das nutzen werde. Ansonsten weiß ich sicherlich, wer sich darüber freut. Ja. Weiter geht's. Es sind noch 3 Produkte. Jetzt kommen noch 2 von Sleek. Und da musste ich unbedingt noch zugreifen bei der Sleek Aqua Collection. Bei der Palette. Und da musste ich diese Lagunenpalette. Aqua Collection Laguna. Ich habe ja mir das letzte Mal bei Shades of Pink, habe ich mir den Blush geholt, diesen Mirrored Pink. Also praktisch das Rose Gold, nur für kältere Typen. Und da gibt es auch eine Palette halt eben zu dieser Kollektion und die hatte ich noch nicht. Und da musste ich jetzt zugreifen noch, weil ich die noch gesehen hatte. Ja, Applikator wieder. Und da ist wieder ein Zettelchen drin mit dem Namen und so sieht die Palette aus. Sehr, sehr kunterbunt. Das Einzige, was mir an Sleek-Paletten nach der neuen Formulierung nicht so gefällt, ich glaube, das war auch schon vorher bei diesem Waffelmuster so, dass die sehr stark krümeln und man sehr starkes Fallout unter den Augen hat. Aber das fällt mir bei allen Sleek-Paletten irgendwie auf. Das hat mir auch das letzte Mal einen Look versaut und das macht ehrlich gesagt nicht so Spaß. Dann habe ich es lieber, es ist etwas weniger pigmentiert und ich muss vielleicht einmal oder zweimal nachnehmen oder so. Und es ist buttrig und weicher, aber es hat nicht so einen starken Fallout. Das fällt mir zum Beispiel immer wieder bei teureren Paletten auf. Wie zum Beispiel bei einer Chanel-Palette oder bei jetzt zum Beispiel ganz aktuellen Mewtwo The Balm-Palette. Die Sachen krümeln viel, viel weniger und haben dadurch viel, viel weniger Fallout und sind aber nicht vielleicht nicht ganz so krass pigmentiert, was vielleicht auch nicht immer gut ist, weil damit man vielleicht etwas schlechter schminken kann. Nichtsdestotrotz hat Sleek eine tolle Farbauswahl und immer eine super Zusammenstellung der Paletten. Ich nenne sie immer meine Farbtuschkästen. Und da kann man natürlich immer nicht widerstehen. Ich tue euch mal ein bisschen was. Ja. Swatchen, wollte ich sagen. Und auch da sind sehr, sehr schöne Farben, wie ich finde. Oh, blöd geswatcht. Da sind sie. Drunter. Und ja, auch so diese helleren Farben, gerade bei Sleek, sind echt bombig pigmentiert. Aber es ist halt immer so, wenn man in die Palette reingeht, so wenn man sie einmal aufgetragen hat, geht das. Aber wenn man da mit dem Pinsel, also mit dem Finger geht das. Aber wenn man es mit dem Pinsel aufträgt, weil jetzt seht ihr, ist wenig Fallout, aber sobald man da mit dem Pinsel rangeht, fängt das an zu krümeln. Ja, das ist immer, wo ich sage, bei den Sleek-Paletten ein bisschen schade. Aber gerade bei diesen ganzen limitierten Sachen, da greift man ja dann doch schon mal zu. Und ja, bei limitierten Paletten mache ich das auch immer so, dass ich das wieder in seine Umverpackung reinpacke, damit ich weiß, dass es aus dieser Kollektion stammt, weil die Verpackungen halt bei Sleek nicht aufgedruckt sind, auf die Verpackung selbst. Und dann habe ich mir noch die iDivine Sleek Del Mar Limited Edition Volume 2 geholt. Das ist jetzt die Palette, die 450 Del Mar, die erst jetzt rausgekommen ist. Steht auch hier nochmal drauf, aber ich finde halt, wie gesagt, es ist nicht so schön auf diesen Umkarton geklickt. Und hier hinten steht es auch nochmal drauf, deswegen behalte ich mir diese schönen Sondereditionskästchen und ach, immer diese Aktionen. Die Paletten gehen alle immer ein bisschen schwer auf, gerade die Blushes gehen noch schwerer auf. Und ja, die Farben sehen so aus. Fand ich jetzt für den Sommer auch irgendwie schön. Ja, auch wieder alles so dabei. Was Topiges.
Vor allem viele matte Töne diesmal, was ich auch sehr spannend und interessant finde. Und wie ihr seht, sehr, sehr gut pigmentiert. Und jetzt mal was Glitzeriges, ne? Jetzt nehmen wir dann diesen Peach mit Schimmer. Der ist natürlich nicht ganz so gut pigmentiert. Da wird man vielleicht etwas, obwohl es geht, wenn man mehrmals reingeht. Hier sieht man das. Na? Recht nette Farben, auch so ein Gelb, was ich total spannend finde, dass da so ein Gelb drin ist. Weiß zwar nicht, wie ich das verwenden soll, weil ich habe noch keine gelben Augen-Make-ups geschminkt, glaube ich. Aber ich bin mir sicher, für so einen Sommerlook kann man auch das gut verwenden. Ja, musste ich mir zulegen. Wieder abswatchen hier. Und musste dementsprechend unbedingt mit. Bin mal gespannt. Vielleicht finde ich auch mal im Internet so, was man mit diesen Sleek-Paletten so schön in Kombination schminken kann halt. Weil ich habe da immer so bei der riesengroßen Farbauswahl immer Probleme damit, was Vernünftiges zu schminken. Und es kommt jetzt nicht unbedingt in meine Alltagspaletten mit rein. Aber so für mal für die, so die spezielleren Augenblicke, warum nicht? Ja. Und jetzt kommen wir aus dem Paket, glaube ich, zum letzten Produkt. Ja. Das Ganze hat mich 112,90 Euro gekostet. Da war dann noch Werbungsgutschein drin. Ich glaube, ich habe 112,90 Euro bezahlt. Also ich finde, für all diese Produkte geht das. Die teuerste Palette war halt jetzt die Palette, die kommt. Das ist die für 39 Euro. Und der Rest hat nie 10 Euro überschritten. Ja, und da habe ich mir endlich zugelegt, die wollte ich schon ganz, ganz lange haben. Die The Balm Rockstar Palette. Balm und Bon Jovi haben eine Palette gemacht. Und das war eigentlich eher schon fast Sammlerstück. Und die kommt so in dieser Aufmachung. Und dann klappt man die so auf. Und jetzt kommen wir gleich zu dem ärgerlichen Punkt, weswegen gleich das zweite Paket. Es war leider das Problem gewesen, die Palette kam so, dass dieser Ton hier rausgebrochen war, als ich die Palette bekommen habe. Trotz Luftpolsterfolie und allem. Mit so einem wunderschönen Spiegelchen, Rock'n'Roll und allem drum und dran. Wirklich ganz, 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 ganz toll. Ne? Aber dann war dieser eine Ton so gut wie, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich meine, war jetzt eh kein Ton, den ich so toll finden würde, weswegen ich die Palette gekauft habe. Aber man sieht das Fännchen, es hat so ein bisschen rausgebrochen. Na, und hier unten hat man dann noch die ganzen Farben nochmal aufgelistet und Lipglosse, Lippenstifte, Highlighter und Blush. Und dann klappt man das hier wieder zu. Das ist magnetisch. Und dann kommen hier diese ganzen Farben, die wirklich unheimlich tolle Namen haben. Ich klappe das mal um. Und da hast du hier die Namen Metallica, Adagio, Blink 1982, The Stroke, Allegro, Led Zeppelin, Alice Cooper. Ne? Und dieser Luminizer hier, dieser Solid Gold, ich glaube, das ist auch der Mary Luminizer, ist wirklich dieser Speckglanz, den man, ja, The Balm, dieser Luminizer. Ne? Das habe ich auch sofort... Kann man jetzt leider schlecht sehen, aber man sah es auf meinem Finger, dass das der ist. Ganz, 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 ganz toll. Und ja, ich zeige euch mal, gerade so diese Farbe Alice Cooper ist wirklich bombig oder halt eben Led Zeppelin. Ganz, ganz cremig und buttrig, wenn man die Farben und Blinken. 112, also richtig, richtig schön. Ich werde mal gucken, wo ich sie euch jetzt noch swatche. Hier oben. Na? Also richtig, richtig, richtig toll. The Balm-Qualität. Wie ich das von The Balm auch ehrlich gesagt mittlerweile gewöhnt bin. Ja, dass die Paletten so sind. Weil ich habe ja jetzt insgesamt
Naja, den YouTube, die Balm-Palette habe ich. Ich habe auch zwei Blushes von The Balm und ich muss sagen, beide Blushes lassen sich buttrig cremig auftragen. Die Newtude Palm-Palette, die trage ich gerade. Die ist wirklich auch richtig, richtig toll und nichts anderes erwarte ich auch von dieser Palette hier. Es war nur schade, dass dieser eine Ton, wie gesagt, rausgebrochen ist, weswegen ich bei Cosmetic for Less ein Foto davon gepostet habe und ihnen das per E-Mail geschickt haben. Die haben sich dann gemeldet und haben mir für den nächsten Einkauf einen 15-Euro-Gutschein praktisch geschenkt, was ich sehr, sehr moderat fand. Und weil es war zum Glück gewesen, dass die Palette noch so an sich benutzbar gewesen ist, weil halt eben der Ton nicht komplett rausgebrochen ist. Ein Glück. Ansonsten wäre ich sehr, sehr traurig. Und ja, so ist es ein wirklich hübsches Stück. Na, und ich werde sie bestimmt öfters benutzen. Ja. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, bei Cosmetic for Less diesen 15-Euro-Gutschein hatte, habe ich mir dann noch, ich halte Dings zu, ein zweites Paket geordert mit diesem 15-Euro-Gutschein, wo ich mir dann eine Palette gratis praktisch ausgesucht habe. Und da habe ich ja von diesen Lorac Pro-Paletten gehört. Da habe ich wirklich 0 Euro bezahlt. Das sieht man auch, 0 Euro durch diesen 15-Euro-Gutschein. Und das kam diesmal sehr, sehr gut verpackt. Und da habe ich von diesen, wie gesagt, Lorac Pro Paletten gehört. Und soweit ich weiß, hat Makeup Revolution das gedupt. Und da habe ich im Internet nach Swatches gesucht von Makeup Revolution und Lorac Pro 1. Da gibt es ja die erste Palette und die zweite Palette. Und welche von diesen Farbzusammenstellungen mir da am besten gefallen. Entschuldigt, meine Haare sind heute ein bisschen widerspenstig. Also Bad Hair Day. Und welche Palette mir davon so ein bisschen am besten gefällt. Und da habe ich mich für die Lorac Pro 2 entschieden und habe dazu nach Swatches gesucht. Und da ist es dann die Makeup Revolution Iconic Pro 2 geworden. Na, kommt auch in so einer hübschen Verpackung. Los geht das unschwer, dieses Produkt auf. Was ist denn das? Wir sind schon jetzt bei fast 40 Minuten. Juhu, juhu, juhu. Ich glaube, ich muss die Umverpackung gleich kaputt machen. Oh, das ist ja wirklich... Ich glaube, naja, die Umverpackung kommt eh weg. Das muss ich jetzt ein bisschen aufreißen. Ja, wie gesagt, Verpackung sieht so aus. Sehr, sehr hübsch. Eigentlich schlicht in Schwarz. Kommt dann wieder... Diesmal das Applikator brauche ich nicht wegschmeißen, weil da ist so eine Art, was ich viel, viel besser finde, so eine Art Pinselchen dran, der wirklich echt schön aussieht so, ne? Und dann auf der anderen Seite noch so eine Art Lidschattenpinsel. Den werde ich raustun und in mein Make-up-Schränkchen packen und da ist da noch praktisch auch wieder so ein... Da war ich kurz weg gewesen, entschuldigt. Ja, so sieht die Palette jedenfalls aus. Richtig, richtig, richtig hübsch. Und bei der Palette waren wir ja stehen geblieben und ich swatche euch jetzt die noch und dann haben wir es auch mit dem Video. Und die ist wirklich auch, wie ich finde, sehr, sehr gut pigmentiert und ja, kann man echt nichts sagen. Na, das sind hier unten die Farben. Na, und richtig, richtig hübsch und ja... Hier dieser Ton. Ja, also ich bin jetzt hier voll geswatcht von oben bis unten. Ja, richtig, richtig tolle Palette. Kann ich euch auch nur empfehlen. Da braucht man fast wieder nicht die... Ich weiß zwar nicht, wie die Lorac Pro ist. Ich habe sie nicht. Aber ich finde, das ist doch schon ein guter Ersatz. Gerade so von der Farbzusammenstellung her. Es fühlt sich auch cremig, butterig, weich an. Wenig Fallout. Und ja, super schöne Farbabgabe. Ich muss natürlich noch gucken, wie sich das auf dem Auge verhält. Und ja, gefällt mir aber schon mal sehr gut. Und auch dieser Pinsel ist sowas zu gebrauchen. Nicht endlich nur so ein blöder Applikator, sondern mal ein vernünftiger Pinsel. Ja, fand ich schön, dass ich die dadurch, dass die hier so ein bisschen demoliert war, noch gratis hinzubekommen habe durch diesen Gutschein. Und war ich sehr, sehr glücklich drüber. Und das war jetzt mein großer Cosmetic for Less Haul. Ich hoffe, er hat euch Spaß bereitet. Die Swatches haben euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es dann heißt, wir schlinken...
Wir schminken etwas mit der Garden of Eden Palette von Sleek, weil euch das auch gewünscht habt. Und dann habe ich noch ein DM-Haul für euch. New Yorker, Random Stuff und Bonprix und H&M für euch. Und ja, ich hoffe, ihr habt Lust und Müller. Und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Und ja, ich freue mich. Auf bald, ihr Lieben. Noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.